entwickeln sich gerade die Preise auf dem Graumarkt. Omega hat neues Release rausgehauen, Piaget-Preise gehen in den Himmel. Und was macht Rolex da? Es gibt echt einige Themen gerade, die den Uhrenmarkt bewegen und wir wollten jetzt einfach mal aus Uhrenhändlersicht unseren Senf dazu geben. Die Watches and Wonders stehen wieder vor der Tür. Wir werden heute mal so ein bisschen über die Gerüchte reden, was wir für wahrscheinlich halten, was wir für unwahrscheinlich halten. Werden komplett im Dunkeln tappen und wir werden aber zum Schluss noch ein kleines Update zum Markt sagen. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Gerücht an. Und zwar? Punkt Nummer 1, kein Geheimnis, gab glaube ich schon 15.000 Videos drüber, deswegen wollen wir es gar nicht lange breitschlagen. Die Pepsi wird eingestellt, das wird gemunkelt, die Preise auf dem Graumarkt gehen dementsprechend nach oben jetzt gerade auch wieder. Und Grund dafür soll ein Problem in der Produktion sozusagen sein. Bei der Produktion dieser Lunette, dass Rolex die einfach nicht produziert bekommt. Somit wurden angeblich schon wieder weniger ausgeliefert. Durch dieses weniger Ausliefern haben die Leute quasi auch von dem einen oder anderen Konzi gehört, es gibt Produktionsprobleme und die Preise sind natürlich nach oben gegangen. Mir hat neulich einer gesagt, die Rolex hat wohl irgendwie die Produktionsstätte geändert. Also die haben sich räumlich, haben sie die Produktionsstätte der Lunetten verändert. Nach China, und, oder? Nein, innerhalb der Schweiz natürlich. Und dadurch, durch neue Maschinen, neue Produktionslinien, haben sie einfach die Lunette nicht mehr so hinbekommen wie davor. Und deswegen wurden weniger ausgeliefert, was tatsächlich ein Fakt ist. Wir haben ganz, ganz wenig neue Pepsis auf dem Markt gesehen 2023. Und jetzt werden sie langsam wieder mehr. Aber was ich halt immer wieder cool finde, ist, seit 2-3 Jahren vor jeder Watches and Wonders hast du immer diese Spekulation, wird die Pepsi eingestellt? Und die Leute kaufen wie blöd, bevor das Datum eintritt. Preise gehen nach unten. So. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Leute glücklich sind, weil sie sagen, okay, ich habe noch eine für 22 kaufen können, jetzt steht sie bei, keine Ahnung, 35. Aber bis dahin, wir haben auch Kunden, die haben jedes Mal dann kurz vor dem Datum dann sich eine Pepsi gekauft und danach 3.000, 4.000 Euro Verlust. Ihr Thema Airking letztes Jahr war ja auch genau das Thema. Die Airking wird eingestellt, die ist hochgegangen von 7.000 Euro auf 15.000 Euro. Dann hat Rolex halt die Spielchen getrieben und sie ist wieder gefallen. Und jetzt steht sie wieder am gleichen Punkt. Also da haben Leute jetzt auf, die haben die wirklich für 14.000, 15.000 Euro gekauft und haben auf gut Deutsch einmal 50% des Wertes kaputt gemacht, weil sie spekulieren. Und was wir von spekulieren mit Uhren halten, wisst ihr ja auch bei den Videos. Uhr kaufen, spekulieren, weglegen. Es geht darum, dass die Uhr gefällt. Das Witzigste an der ganzen Sache finde ich tatsächlich, dass es ja dann auch diese Gerüchte gab, wird sie durch eine moderne Coke abgelöst. Und das ist so ein Punkt, der geht für mich nicht ganz in der Logik auf, weil wenn ich eine Pepsi-Lunette nicht hergestellt bekomme, wie soll ich dann eine Coke-Lunette hergestellt bekommen? Andere Farbe. Also ich bin ja nicht so tief drin in der Produktion von Luxusuhren, aber dieses Gerücht direkt angehängt, boah, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich sie die Pepsi wirklich einstellen. Das wäre halt einer der größten Eingriffe in denen ihre Modelle, die sie je gemacht haben, weil die Pepsi gibt es ja schon seit Jahrzehnten, ich würde sagen bestimmt 40, 50 Jahre. Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich. Ich glaube, die Pepsi ist ein Modell, das wird man in 30 Jahren noch haben, aber ich glaube, spätestens zum 15. April weiß man mehr darüber. Rolex, wenn eine Pepsi einstellt, wäre fast so, wie wenn Rolex keine Day-Day, keine Präsidentenuhr mehr produzieren würde. Also es ist schon super schwierig, weil gerade dieses ikonische Design bei der Pepsi, es ist einfach Rolex, dafür steht Rolex. Ich glaube, wenn sich in der GMT-Reihe was tun sollte, ähnlich wie bei der Sprite, dass sie nochmal erweitern, dass vielleicht was dazukommt. Aber dass die Pepsi komplett rausfliegt, ich weiß es nicht. Aber wobei die Leute ja auch wiederum bei der Sprite sagen, eventuell wird die eingestellt, eventuell wird es so eine Uhr, die nur zwei Jahre jetzt hergestellt wurde, wegen Linkshänder. Man weiß es nicht, ich glaube es auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie da die Produktion abändern, also dass sie das, sich da Linien aufbauen, dann das Ding in Massen produzieren und dann einfach aufhören nach zwei Jahren. Das würde wirtschaftlich gar keinen Sinn ergeben. Vor allem, wenn diese Theorie mit den Maschinen stimmen sollte, dann haben sie ja eine Produktionslinie dafür gebaut. Und ich glaube, dass eine Firma wie Rolex mit den Ressourcen, die Rolex hat, das schon auch wieder hinbekommen würde. Und dass sie nicht ein Modell einstellen, weil sie Produktionsprobleme haben. Also für eine Marke, die für Schweizer Präzision und Fertigungsarbeit steht, wäre das schon relativ wilder Grund, dass man eine Modellserie, die so ikonisch ist, einstellt. Es ist ja auch noch das Thema dazu gekommen, ist ja so ein Foto von der Lila Sub rumgegangen. Das ist ja auch so, ist vielleicht nur ganz kurz angerissen. Wo man meiner Meinung nach auf 10 Meter gesehen hat, dass es Photoshop ist. Aber klar, die Leute springen drauf, bringen Aufmerksamkeit, Engagements und Klicks. Das ist die Währung quasi in Social Media. Und deswegen sind da auch alle einfach mit dabei. Es ist aber wie jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es den Schnappschuss aus einem kommenden Rolex-Katalog, wo ein neues Modell dargestellt wird und so. Eieiei, Leute, ich sag's euch. Also
Ich glaube inzwischen sogar, dass das Marketing-Team von Rolex das bekräftigt manchmal. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil so viel wie darüber spekuliert wird, ich glaube, so viel wird nie über Rolex gesprochen, natürlich, wie jetzt zu Watches and Wonders. Aber es ist halt auch das Schöne, wir spekulieren. Wir sagen weder, wir haben recht, wir haben nicht recht. Jeder hat seine Gedanken dazu. Ja. Viele springen halt, glaube ich, ohne Gedanken auf diesen Hype-Train auf und kaufen halt jetzt eine Pepsi und legen die weg, weil sie denken, die geht von 20.000 auf 40.000 hoch, was ich auch nicht glaube, wenn sie eingestellt wird. Mhm. Deswegen, ja, super spannendes Thema auf jeden Fall. Wir werden es erst sehen, wenn Rolex die Announcements dazu rausgibt. Und eine weitere Sache, die keine Spekulation ist, sondern tatsächlich schon passiert und announced wurde, offiziell, und das finde ich persönlich richtig geil, ist die Moonwatch. Omega hat die Speedmaster Moonwatch jetzt auch angepriesen. Die wird es jetzt in weiß geben, beziehungsweise mit einem schönen weiß lackierten Zifferblatt. In meinen Augen lange, lange überfällig. Was man schon auch sagen muss, den Leak zur Uhr gab es schon, haben wir ja auch im Video schon mal erwähnt vor einiger Zeit, dass die kommen wird höchstwahrscheinlich. B, der Listenpreis ist natürlich super, super stolz. Also dafür, dass es halt immer noch ein Alu-Ring ist. Speedy-Fans, kreuzigt mich bitte nicht, wenn ich so über die Uhr rede. Ich glaube, 9.000 Euro rufen sie auf. Mhm. Gestern kam sie raus, also wir haben heute den 6. Am 5. kam sie raus. Es ist schon so, dass spannend wird, wo sich diese Uhr einpendeln wird. Mhm. Und vor allem auch, wie sich dann dementsprechend dieser Marktpreis der schwarzen Speedy verhalten wird. Weil die Sekundärmarkt einpendeln wird, natürlich, weil die Moonwatch ist ja, ich glaube, in den letzten 2 Jahren 20% teurer geworden. Die Frage ist, wenn die so beliebt ist und dann tatsächlich über Liste gehandelt wird, ob Omega dann nicht einfach sagt, ja, okay, dann machen wir den Listenpreis halt mal auf 10.500 Euro. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin, dass sie über Liste gehandelt werden, mittelfristig gesehen. Ich glaube erstmal schon. Ja, ich denk, erstmal. Was heißt erstmal? Ich glaube, du wirst 2-3 Monate haben, bis es die Dinger en masse gibt auf dem Markt. Ich glaube, langfristig wird sie über der schwarzen gehandelt werden. Ja, sie wird auch, ich glaube auch, ja, wobei, die Speedy-Käufer sind natürlich schon super speziell auch, weil die klassische Speedy ist schwarz. Ja. Das heißt, meiner Logik, wenn ich jetzt einmal so rangehe, würde ich auch sagen, die weiße ist über der schwarzen. Okay. Ich würde aber wahrscheinlich sagen, nicht deutlich, sondern so 200 Euro. Nee, ein Tausender. Ja, gut, das ist also ein Tausender, aber dennoch unter Liste. Also wenn man jetzt sagt, die schwarze wird ja gerade so 6,5. Bei 6,5 gehandelt, würde 7,5. Ich sagen 7,5, dass es sich einmeldet, das passt schon. Aber man darf den Effekt nicht vergessen. Ich glaube, wenn jemand eine klassische Speedy will, wird er schwarz kaufen. Die weiße Speedy ist eher eine Ergänzung in die Sammlung. Ist die vielleicht, Summer Speedy. Vielleicht auch für Leute, die sich mit der klassischen Speedy nicht so anfreunden können. Ich weiß es nicht. Mhm. Wird auf jeden Fall auch super spannend. Wir werden es beobachten. Und wenn wir die erste mal auch reinbekommen, bei uns definitiv ein Video drüber drehen. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit einem Thema, das mir sehr gut gefällt zurzeit. Und zwar der Vintage-Markt nimmt Fahrt auf. Erst ist Cartier komplett durch die Decke gegangen. Jetzt im Moment ist ja Piaget sozusagen der Geheimtipp, was ja kein Geheimtipp mehr ist. Die Preise skyrocken, die haben sich jetzt einfach auf die letzten paar Wochen teilweise verdreifacht. Also das ist eine Uhr, die für 2.000 gehandelt wurde, die gehen jetzt für 6.000 über den Tisch. Ganz viele Händler dieser Welt versuchen sich daran zu bereichern, importieren die Dinge aus Japan, Hongkong und was weiß ich und schreiben teilweise astronomische Preise da drauf. Aber es scheint zu klappen. Der Hype ist gerade da. Und wenn man für so teuer verkaufen will, braucht es auch immer Käufer. Piaget hatte immer eine minimale, stabile Nachfrage, würde ich mal sagen, nie den Hype. Warum, wo kommt also jetzt der Hype her? Haben die Leute jetzt realisiert, dass Piaget so geile Vintage-Uhren gebaut hat? Oder kaufen die Leute, weil sie spekulieren? Und weil man halt gerade bei den modernen Sportmodellen, wo ja vor 1-2 Jahren alle spekuliert haben, gerade nicht mehr spekulieren kann. Also wenn du eine Marke oder ein Modell hast, was plötzlich im Preis so schnell, so rapide wächst, dann musst du dich immer fragen, ist es gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt? Und bei Piaget muss ich sagen, ist es so ein zweigeteiltes Ding. Weil, also meine Meinung ist, die Preise, wie sie davor im Netz gehandelt wurden, waren zu niedrig. Dafür, du hast teilweise echt Golduhren für unter 3.000 Euro bekommen. Golduhr mit Steinblatt. Mit Steinblättern. Das sind Sachen, die wurden zum Beispiel mit vergoldeten Cases von Cartier zum gleichen Preis ungefähr angeboten. Und Piaget hat das Ganze mit Massivgoldgehäusen auch noch Massivgoldschließen angeboten. Und das ist
da fand ich tatsächlich, das war undervalued. Ich glaube auch, dass wenn der Hype weg ist, dass sie nicht mehr so tief fallen werden, wie sie waren. Aber dass das ist schon bei Potenzial keiner Marke nach unten passiert. Gibt. Es ist immer das Gleiche. Was man aber natürlich merkt, ist schon dadurch, dass die Cartiers so teuer geworden sind. Mhm. Und Cartier ja auch bei den Vintage-Modellen viele spezielle Kleinserien, auffälligere Uhren, unauffälligere Uhren gebaut hat. Suchen sich natürlich die Leute, wenn man sich so eine Cartier nicht mehr kaufen kann, sage ich jetzt mal, oder nicht mehr von der Logik her kaufen will, Alternativen, wo sie sagen, schau mal, die Tank, die so aussieht, die wird jetzt bei, was weiß ich, 10.000 gehandelt, die Piaget, die fast gleich aussieht, wird bei 2 gehandelt, die muss doch 3, 4 bringen. Ja. Und so geht dieses ganze Spielchen natürlich auch los. Und da passiert gerade das Gleiche, wie beim Uhrenhype, meiner Meinung nach passiert es bei den modernen Modellen. Und zwar, als AP nach vorne marschiert ist, zieht das Vacheron zum Beispiel auch komplett mit. Jetzt, wo AP weg ist, ist auch Vacheron wieder ein bisschen stärker weg. Und klar, die Marken haben in der Zeit, die kriegen einen geilen Vorschuss, weil die haben viele Augen auf sich, die haben viele Leute, die sich auch verlieben und so. Aber du hast auch viele Spekulanten, die irgendwann den Markt wieder verlassen werden. Nichts anderes wie bei Aktien. Tief kaufen, hoch verkaufen, dann machst du Gewinn. Und ich glaube, der klassische Piaget-Käufer ist halt ein Uhrenliebhaber und kein Spekulant. Das heißt, du hast in diesem Piaget-Markt, der sehr reguliert war, Angebot, Nachfrage, gerade schon auch viel, kurzzeitige Nachfrage geschaffen, weil viele sich da bereichern wollen in dem ganzen Thema. Aber ich glaube auch, dass viele Leute langfristig drin bleiben werden. Also ich glaube, du wirst natürlich, ich glaube, die größte Nachfrage sind kurzfristig. Ja, ich möchte jetzt spekulieren, weil wie du schon gesagt hast, warum der Markt in meinen Augen nicht wieder dorthin zurückfallen wird, wo er vor 2 Monaten noch zum Beispiel lag, ist einfach, weil viele Leute dadurch, durch diesen Hype, die Marke dann auf dem Schirm haben. Und das ist ähnlich wie bei anderen Marken. Wer hat sich für eine Parmigiani oder für eine Chopard interessiert vor 3, 4 Jahren? Schauen wir uns allein mal den Santos-Markt an, die Vintage Santos. Die wurden vor 3, 4 Jahren noch für 2.000 Euro gehandelt und kein Mensch wollte eine scheiß Santos haben. Weil jeder eine Datejust wollte. Genau. Und dann ist die Nachfrage hochgegangen und jetzt momentan stehen die Dinge super hoch. Aber bei einer Sache sind wir uns, glaube ich, einig. Eine Santos wird nie wieder, also eine Vintage, eine Carré, wird nie wieder für unter 3.500, 4.000 Euro auf dem Markt landen. 100%. Und das, glaube ich, wird so der Effekt sein. Es wird steigen. Ich glaube, es kann sich auch lohnen, da jetzt einzusteigen und sich jetzt einzudecken mit Papiergés. Aber man darf nicht vergessen, dass alles immer mit, das würde ich mit Spielgeld machen. Ich würde es nicht mit meiner Rentenvorsorge machen oder mit dem Wohngeld von meinen Kindern, während sie in der Uni sind. Das würde ich da nicht verzocken. Ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Überleitung. Was ist auf dem Markt insgesamt los? Wie sind die Preisentwicklungen? Und da haben wir eigentlich coole Entwicklungen gehabt jetzt die letzten Monate. Wir hatten, ich glaube, vor ungefähr einem halben Jahr mal den Bericht gebracht, dass wir gerade in einer Talfahrt sind. Die Preise fallen nicht mehr so gefährlich, sie steigen momentan auch nicht. Also momentan ist eine ruhige Zeit zum Kaufen und Verkaufen. Jetzt haben wir einen positiven Effekt, und zwar, dass die Preise sich langsam sogar nach oben regulieren wieder. Also wir haben bei manchen Modellen so einen leichten Preisanstieg. Unabhängig von Spekulationen, muss man auch sagen. Also und super einfach, gesund auch. Wo die Käufer wieder zurückkommen und sagen, hey, jetzt kaufe ich wieder, ich habe nicht Angst, dass ich Geld platt mache. Oder aber auch genügend Leute hast, die sagen, hey, ich verkaufe, weil der Preis, den ich rauskriege, der passt. Die Angst ist so ein bisschen weg. Ja. Die Angst war ein großer Faktor im Markt. Viele Leute haben viel Geld kaputt gemacht. Es sind viele Flipper aus dem Markt verschwunden. Wie gesagt, also so diese Einschätzung, die wir damals gegeben haben, es wird wieder ein Nachfragemarkt, ist meiner Meinung nach auch so eingetreten. Mhm. Also die Leute können sich auch so suchen, wo kaufen sie, die Preise sind fair und dadurch gehen die Preise einen Ticken wieder nach oben einfach, weil die Nachfrage dadurch steigt. Deswegen, wir verkaufen auch echt vernünftig. Also man kann nichts sagen. Wir dachten nach dem Dezember, so der Januar wird ein bisschen entspannter vielleicht. Die Leute haben ihr Geld, ihr Weihnachtsshopping ausgegeben und sind noch irgendwie unterwegs, Skiurlaub, was weiß ich. Januar war gestört. Also das muss man echt sagen, Januar war geisteskrank. Wir hatten keinen Tag Ruhe. Februar hat dann eher ruhiger begonnen. Dann dachten wir, okay, jetzt tritt im Februar das ein, was wir im Januar erwartet hatten. Ja, der Effekt ist auch ausgeblieben. Der ist auch der ausgeblieben. War auch also die ersten Tage waren ruhig. Februar war dann aber auch eigentlich super vernünftig, super gut. Und jetzt im März, schauen wir mal, wie es wird. Wir sind sehr früh im März, also ich hätte gesagt, ein normaler Monatsbeginn bisher. Wird spannend, ob er nach hinten so ansieht, wie es sich im Februar entwickelt hat. Da war es wirklich tschuk.
oder ob es jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger auch wird. Also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, man kann wieder vernünftig mit Uhren handeln, man kann Uhren als Käufer auch zu vernünftigen Preisen kaufen, zu vernünftigen Preisen verkaufen. Das Risiko, die Angst ist raus aus dem Markt und das ist gut, weil da macht es jetzt einfach wieder richtig Spaß, sich mit Uhren quasi zu beschäftigen. Genau. Und das war's im Großen und Ganzen. Wie jedes Mal würden wir euch gerne um ein bisschen Liebe bitten. Schenkt uns doch bitte einen Daumen nach oben jetzt sofort. Wir geben uns eigentlich immer Mühe, dass wir kontinuierlich Content bieten. Und deswegen ist es natürlich geil, wenn man uns supportet. Abo dalassen, Glocke abonnieren, Like dalassen. Und auf Instagram vorbeischauen. Das ist auch wichtig, weil hier auf diesem Kanal sehen wir uns jeden Sonntag um 20 Uhr. Instagram gibt es eigentlich täglich Content. Sehen wir uns jeden Tag. Ihr seht auch, welche Uhren neu reinkommen, bevor sie überhaupt auf der Website sind. Das heißt, wenn ihr mal wirklich gute Schnapper wollt oder auf der Suche nach einer Uhr seid und sagt, hey, ich vertraue den Jungs von Gold Luxury und wenn ich da was sehe, dann habe ich Bock auf die Uhr, dann ist das eigentlich eure Möglichkeit, dass er echt fair und schnell und unkompliziert an eure neue Traumuhr kommt. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.